Gut. Kann sie was mit Karfunkelwürmern anfangen? Karfunkelwürmer? Ja, ich halte mal so eine kleine gläserne Fiole hoch, in das ich den Wurm hineingelegt habe. Dieses Wesen hier habe ich gerade aus einer der Wunden gezogen. Hm. Ja, die sollte es eigentlich nicht geben. Auch die sollten gemeinsam mit der Lindwurm vorne ausgestorben sein. Es sind Boron unheilige Tiere, da sie auch die Karfunkelsteine eines Drachen innerhalb des Kopfes anfressen, was, naja, der Vernichtung eines Karfunkels herbeiführt und damit eben ein Boron-Frevel. Warum ist die Vernichtung dieses... Was genau ist ein Karfunkel? Ja, ein Karfunkel ist der Seelenstein eines Drachen. Wenn man so mag, seine Kraft sitzt darin. Das sagte Torgosch auch schon, aber warum ist es ein Boron-Frevel, ihn zu vernichten? Ich dachte, es sei nur ein magischer Stein. Nein, wie gesagt, die Seele und die Kraft eines Drachen sitzt darin. Es ist aber das Gleiche, als wenn ich, nicht unbedingt ich, aber es ist das Gleiche, als wenn man euch umbringt und dann eure Seele daran hindert, in Borons Reich einzuziehen, dass ihr gewogen werdet auf Nereton. Aber wenn die Seele, also die Seele des Drachen ist in diesem Stein. Richtig. Aber wenn dieser Stein dann nicht vernichtet wird, dann kann seine Seele doch niemals zu Boron gehen. Das kann ihm doch auch nicht gefallen. Drachen werden wiedergeboren. Aus diesem Stein? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Auch das ist ein Geheimnis der Drachen selbst. Aber die Boron-Kirche sagt zumindest, dass es ein Frevel ist. Schon seit vielen Jahren ist das so. Nun, Ihrer Weisheit will ich mich natürlich nicht widersetzen. Wir informieren euch, sobald wir etwas über Drakodan wissen oder ins Tal der Türme aufbrechen. Bis vielleicht dahin, könnten die hier stationierten Golgariten bzw. Boron-Geweihten ein Auge auf die Infizierten haben. Die eine oder andere Liturgie könnte nicht schaden. Und sorgt dafür, dass jeder, der daran verstirbt, verbrannt wird. Ja. Vor allem passt euch auch darauf auf, dass es sich nicht ausbreitet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Krankheit, ansteckend ist. Das weiß ich nicht. Man sollte definitiv nicht diese Würmer mit bloßen Händen anfassen. Vermutlich sind sie überhaupt erst der Auslöser dieser Krankheit. Sagt Iolaus, habt ihr genug Verbandsmaterial für 5 Tage? Für euch auf jeden Fall. Gut. Und ja, ich werde euch definitiv täglich untersuchen müssen, sollten mehr dieser Würmer auftauchen. Nun, wir sollten sie nicht in der Wunde lassen. Das gilt natürlich auch für alle anderen Verwundeten hier in der Burg. Ärzte müssen regelmäßig diese Würmer ziehen. Wir haben auch wohl noch einige Heiltränke, falls sie sich dadurch andämmen lassen. Ihr sagtet ja, dass die Wunden sich erst verschließen, sobald man sie magisch heilt. Vielleicht hält das die Würmer auch ein wenig in Schach. Wie überleben Drachen eigentlich diesen Drachenbandwurm, wenn er ihren Karfunkel frisst? Und so wie ihr gerade ausseht? Gar nicht. Und wie werden die dann so alt, wie sie sind, offensichtlich? Naja, wahrscheinlich, weil die Krankheit ausgestorben ist. Es gibt auch Krankheiten, die Menschen töten, und trotzdem leben wir Menschen. Diese Krankheit ist unglaublich selten, auch für einen Drachen. Es ist nicht so oft, es passiert nicht so oft, dass sich Drachen miteinander abgeben. Es sei denn, sie werden eben vereint unter Apep, der dann die Perldrachen in seinem Reich duldet oder so. Aber ansonsten, natürlich kämpfen sie mal um ein Revier oder so etwas. Dabei kann es natürlich auch sein, dass sie sich all gegenseitig anstecken. Aber normalerweise, ist es eine seltene Krankheit. Und die jetzt zu allem Überfluss auch ausgestorben ist. Ich denke auch, dass sie mit dem untoten Drachen zurückgekehrt ist, die Krankheit. Das kann ich mir gut vorstellen. Über Rassasor ist nicht viel bekannt. Es gibt einige Berichte von den 7 Gezeichneten und die sind natürlich verschlossen. Irgendwo in Garad eingelagert. Ich habe tatsächlich eine interessante Theorie gelesen in einer Bibliothek, die ich besser nicht erwähnen sollte. Und zwar über diesen Drachen, weshalb er angeblich in einem sehr tiefen Kreis des Paktes ist und noch nicht geholt wurde.
Die Magier in der Akademie waren sehr erpicht darüber, sein Geheimnis herauszufinden. Und sind davon ausgegangen, dass der untote Drache überhaupt keinen Karfunkel mehr besitzt. Dass der schon vor langer Zeit gestohlen wurde und woanders auch bewahrt wird. Da kann ich wie gesagt nichts zu sagen zu dieser Theorie. Höre ich auch jetzt zum ersten Mal. Kommt natürlich darauf an, welche Bibliotheken ihr bemüht. Vielleicht ist es auch einfach nur das verworrene Gewäsch von einigen faktierenden Magiern. Das mag gut sein, aber es würde aber Sinn ergeben, oder? Ist das wirklich die Art von Diskussion, die wir hier führen wollen? Nein. Nun, vielleicht nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber vielleicht ist dieses Wissen später für uns von Nutzen. Wie gesagt, wenn ihr aufbrecht, dann fragt entweder Apep oder einen seiner Diener nach einem Kraut oder nach einem Pulver, das die Lindwurmfäule aufhält und dementsprechend dann auch die Karfunkelwürmer, das Drakundkraut. Ich hoffe, dass er euch nicht frisst. Das hoffe ich auch. Eher lasse ich mich fressen, als zu sehen, wie mein Freund von diesen Würmern aufgefressen wird. Hoffen, dass es zu keiner von beiden kommt. Gibt es vielleicht einen Mittelsmann, bei dem man eine Audienz oder was auch immer bei APEP anmelden kann? Ich bin mir nicht ganz sicher. Zumindest in Pareinefurten soll es wohl so etwas wie einen Mittelsmann geben, jemand, der aufgetaucht ist vor ein paar Jahren und dann für APEP den Frieden verhandelt hat, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wer das damals war. Mit wem wurde denn der Frieden verhandelt? Mit dem, mit dem hohen Herrn, mit dem wir hier eingeritten sind? Ja, das ist richtig. Stimmt, dann kann er euch ja helfen. Ich weiß nicht, er ist, glaube ich, oben bei den Aufbauarbeiten und versucht wieder die Türme, einmal den Schutt wegzuräumen. Wenn ihr oben über der Kathedrale, über dem Tempel von Rondra nach ihm suchen gehen wollt, dann kann er euch vielleicht sagen, wer das damals war. Es müsste... Nun gut, wir suchen ihn auf. Habt vielen Dank, euer Gnaden. Ja, dann könnt ihr die Treppe wieder nach oben gehen, über ein paar Steinbrocken nach oben steigen, wo dann eben auch viele Söldner, Soldaten anwesend sind. Da ist auch dann ein kleines Lazarett oder sowas aufgebaut, auch für ein paar andere, die normal, profan verletzt worden sind. Ein paar Mägde, also quasi jeder, der jetzt irgendwie in dieser Burg gewohnt hat, ist jetzt auch versucht daran zu helfen. Einige unten, die im Innenhof dann die abgebrannten oder ja teilweise niedergebrannten Scheunen wieder aufrichten. Die Stimmung ist ein bisschen angespannt. Das war sie vorher ja auch schon, einfach aufgrund der fehlenden Moral. Jetzt kommt natürlich noch dazu, okay, der Herzog ist halt wieder da, aber gab einen Drachenangriff. Könnt ihr dann an Bernfried von Ehrenstein herantreten? Ja, was kann ich für euch tun? Euer Hoheit, wie man ja hörte, hat der Markwart einen seiner Volksleute, schätze ich, in den Drachensteinrat entsandt. Ja, richtig. Ist es möglich, über diesen, verzeiht mir entfiel sein Name, über diesen eine Audienz beim Markwart zu erhalten? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Er ist so der Einzige, der mit ihm sprechen kann, spricht. Wir fürchten weiß allerdings nicht, wo er ist. Ich glaube, in Pareinefurten hält er sich nicht auf. Wir fürchten nämlich, dass der Drache die einzige Möglichkeit ist, die Verwundungen, die einige unserer Leute erlitten zu haben, heilen zu können. Wie nannte sich dieser Gesandte übrigens? Drakodan von Misakfell. Drakodan. Derselbe, der gestern auf diesem Turm stand? Dann wissen wir, wo wir hin müssen. War Drakodan hier? Ja. Ist er ein Gewalter, der hier... Ist er ein Gewalter der Hesinde? Keine Ahnung. Er hat zumindest einen Hesinde-Tempel bei sich aufbauen lassen in seinem Haus. Also, ich habe ihm das Haus dann freiräumen lassen in Pareinefurten. Das ist, wie gesagt, sein eigenes Domizil. Und wenn er kommt, dann kann er da einziehen. Und wenn er halt nicht da ist, dann steht das Haus leer. Und da drin ist ein Hesinde-Schrein. Das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob er ein Hesinde-Gewalter ist. Dann ist es umso wichtiger, dass wir ihn zurückholen. Es könnte Averbert zürnen, wenn er hier in den Bergen verloren geht. Hab Dank, euer Hoheit. Viel Erfolg bei dem, was ihr tut.
Die brauche ich erstmal nicht. Ich glaube, Aufräumarbeiten sind für so euch Helden nichts. Auch wenn ich euch gerne mit euren starken Armen bei mir wüsste. Ihr werdet Bericht erhalten, sobald es etwas zu vermelden gibt. Gut. Hoher Herr, soll ich die Tiere aufsatteln lassen? Sobald wir einen Schritt draußen sind. Ja, wir reisen sofort ab. Packt jeder sein Zeug und dann geht's los. Dann könnt ihr euch mit Nahrung versorgen. Die hatte Ömer ja im Vorfeld bereits besorgt. Dann in der Küche mal nachfragen lassen und dann haltbare Rationen bekommt für euch. In ja, den Mengen, die ihr braucht. Also so 5, vielleicht 6 Tage. Man weiß es ja nie so genau bei so einer Bergsreise. Und dann brecht ihr immer noch am frühen Morgen nach ein paar Gesprächen auf. Auf dem Pass weht ein eisiger Wind, auch wenn wir jetzt mittlerweile Frühling haben. Erinnert euch ein bisschen an die schwarze Sichel, vor deren ihr ja vor ein paar Wochen runtergestiegen seid. Vor euch könnt ihr halb verweht entdecken ein paar Überreste von Pferdespuren. Die sind nicht alt. Aber der Geweihte hatte doch gar keinen... Immer hüpft man vom Pferd sanft runter und kniet sich mal daneben ab und schaut sich mal die Spuren etwas genauer an, um vielleicht einzuschätzen, was das für ein Tier sein könnte, ob das wirklich ein Pferd ist. Pferdensuche. Dafür ist es da. Das ist definitiv ein Pferd. Bisher aber nicht ganz sicher, was das für eine Rasse ist. Hoher, ich halte das für ein Pferd, aber... Ja. Dann hat er sich entweder irgendwo eins besorgt, wo auch immer, oder jemand anders ist hier noch unterwegs. Vielleicht eine Patrouille von der Burg? Möglich. Führen Sie in die Richtung, in die wir müssen? Ja. Ja, natürlich. Dann werden wir Ihnen wohl alsweilen erstmal folgen. So sitzt du immer wieder auf und wartet darauf, dass der Hohe Herr vorher anreitet. Guck während dem Ritt auch mal, wie der Rest sich auf den Pferden hält. Nicht, dass mir hier noch irgendjemand im Gelände runterfällt. Ja, wenn du dich umdrehst, kannst du sehen, dass Abel mir wohl immer wieder in Richtung seiner offenen Fleischwunde greift, die immer noch nässt und immer mal wieder da auch unbewusst in seiner Wunde herumfummelt. Lass mich mal ein wenig zurückfallen. Magister? Ja? Wie geht es euch? Nun, den Umständen entsprechend gut, aber es spannt. Und es ist so, als wenn ihr euch im heißen Wasser verbrannt habt. Habt ihr das schon mal erlebt? Was Ähnliches. Es ist unangenehm. Als wenn kleine Würmchen unter der Haut... Naja, lassen wir das. Die bewegen sich. Durchaus akkurat. Haltet ihr die Reise durch? Aber es wird schon gehen. Macht euch um mich keine Sorgen. Gut, falls ihr eine Rast braucht, sagt Bescheid. Natürlich. Und so geht's weiter. Magister Iolaus, könnte man nicht Gleiches mit Gleichem bekämpfen? Ich weiß nicht, ob es bei Krankheiten auch geht. So Blutegel, wenn man die ins Gesicht hängt, vielleicht saugen die ja das Blut und die anderen Würmer mit raus. Ein Pferd! Ein Pferd dort vorne, am Baum! Und ich reite mal in die Richtung. Ja, wollt ihr gerade antworten, dann horche ich auch auf einmal auf und gucke eher in die Richtung. Ja, in der Entfernung, ein paar hundert Schritt weiter vor euch, könnt ihr an einem Hang erkennen, wie da wohl ein Pferd an einen Baum angebunden steht. Grast ein bisschen im Frühlingsgras. Und wenn es angebunden ist, kann der Besitzer ja nicht weit sein. Retten wir es immer drauf zu, aber haltet die Augen offen. Jetzt mich dann nochmal vorne hinter Torgosch. Kann ich die Art von dem Pferd erkennen? Also kann ich die Rasse erkennen? Ja, das ist wohl ein Warunker. Also wirklich viel mit Pferden hast du nicht zu tun, aber du kennst die Pferde, die dann hier in Tobrien das ein oder andere Mal dann auch in Pirenefurten standen. Ja. Kann ich erkennen, wie lange das Pferd hier schon ungefähr steht, irgendwie an seinen, wie viel Schnee zum Beispiel auf dem Pferd liegt oder wie viel es schon gefressen hat? Einschätzen?
Da würde ich eine Wetterkunde von dir haben wollen. Oh, scheiße. Nicht unbedingt eine Tierkunde, weil, ja gut, Tierkunde ja. Macht da in dem Sinne keinen. 17 Jahre bis 2 Minuten, alles ist möglich. Könnt also, ihr schon lange stehen, ich bin mir nicht sicher. So ein gutes Zwergenpony wartet auch ein paar Jahre auf seinen Besitzer. Könnt ihr auch schon länger stehen. Stammen die Spuren von diesem Tier oder waren es vielleicht mehr Spuren? Ich steig mal ab und möchte mich umgucken um das Pferd. Sieht man irgendwie jemanden, der da zum Beispiel noch steht oder so etwas ähnliches? Auf den ersten Blick zumindest nicht. Also du hast mehrere Hügel, die links und rechts dann abzweigen. Da könnte man dann natürlich ja sowas wie Spuren suchen. Teilweise ist der Schnee aber auch geschmolzen. Einfach dadurch, dass es jetzt die ganze Zeit geregnet hat. Vor allem in der gestrigen Nacht. Heute hängen die Wolken ziemlich tief, aber noch hat es nicht geregnet. Der Schnee ist aber auch weggeschmolzen. Immer. Kannst du mir helfen? Ich finde hier keine Spuren. Du machst das doch besser als ich. Ich versuch's mal. Und bindet das Pferd auch fest am Baum und schaut sich um auch nach Spuren. Vor allem hält er nach Wegen Ausschau, wo er sich denkt, okay, da könnte man wohl noch mit ein bisschen körperlichem Geschick, weil der Typ hat ja auch die Burg runterklettert, das heißt, er wird wohl klettern können, aber nicht mit einem Pferd entlang können und wird da nach Spuren vor allen Dingen ausschauen, in die Richtung eher. Möchtest du irgendwas gewürfelt haben? Ja, gerne eine Fährten suchen. Wie eben auch. Ist eine neue Fährte, eine neue Spur. Und dann kannst du entdecken, dass, ja, Torgosch hatte sich nach dem Schnee umgeguckt, du kannst dich dann eher nach dem Matsch orientieren und wirst dann sehen, wie dort eine Spur nach links abbiegt in Richtung, na, das ist wohl grob Norden, da ist er wohl zwischen ein paar Hügeln verschwunden und wenn du nochmal genauer hinguckst, kannst du erkennen, wie oben auf dem Hügel, da ist zumindest eine Baumkrone abgebrochen, abgeknickt, vor nicht ganz so langer Zeit. Torgosch, hier, sieht aus, als wenn er hier nach Norden ist. Und da vorne, da oben, seht ihr da oben die Baumkrone? Ist abgebrochen. Da könnte der Drache vielleicht gegengeflogen sein. Das reicht immer, wir sollten vorsichtig sein. Hoher Herr, wollen wir da entlang oder was, wo lang? Und wir müssen wohl. Ich schau mal. Kannst du dich ein bisschen hier rum zur Seite halten, dann bin ich vorreitend, dich mal umsehen. Du bist ja relativ unauffällig. Vielleicht sollten wir die Pferde erstmal zurücklassen. Wenn der andere gelaufen ist, kann es nicht allzu weit sein. Wir können die Strecke hier nicht mit dem Pferd reiten, oder was meint ihr vorher? Zumindest ich traue mir das nicht zu, so gut bin ich nicht im Reiten. Nun, dann gehen wir wohl zu Fuß. Isarun lenkt mal ihr Pferd neben das angebundene und schaut, was es denn drauf hat. Also normalen Reitsattel oder sind da noch irgendwie Satteltaschen, Zelt geladen, sowas? Ziemlich schnell wurde das Pferd wohl, naja, verzäumt. Das hat Zaumzeug, aber einen richtigen Sattel, ja, wenn du jetzt guckst. Hat nicht mal einen Sattel, nur so eine Reitdecke, die da draufgelegt worden ist. Muss wohl ein ziemlich guter Reiter sein. Oder er muss es unglaublich eilig gehabt haben, wenn er nicht mal einen Sattel braucht. Hat das Tier irgendwie ein Brandzeichen, hohe Frau von Spogelten? Ich guck mal. Nee, wird dir nicht auffallen. Nö, also, schaust an den üblichen Stellen, wirst keins finden. Ja, nee, da ist gar keins. Ungewöhnlich. Ich gehe mal, wenn der Rest sich noch sammelt, gehe ich mal hin und möchte es mal abbinden. An die Leine nehmen und einfach mal im Kreis führen und schauen, auf welche Befehle es hört. So, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo und wie es ausgebildet worden ist. Abrichten? Mhm. 10 über. Es hört auf überhaupt keinen Befehl. Reitertreue ist auf alle Fälle drin, aber vielleicht versteht es sich auch nicht. Es scheint auf keine Sprache zu hören, die ich kenne. Sehr seltsam. Wo kommt es her? Bind es dann wieder an. Na gut, wenn alle bereit sind, müssen wir wohl der Spur folgen. Ich würde um Pferd absteigen, anbinden und wahrscheinlich den Sattel entfernen. Also ablegen, den Sattel neben das Pferd und neben den Baum wahrscheinlich. Und dann meine 7 Sachen im Rucksack einfach mitschleppen. Okay. Alles, was nicht nötig ist, würde ich hier lassen. Gut. Ja, wenn man dann auch seine Sachen mit nachher sind die Tiere weg, wenn wir wiederkommen. Ja, kann man nicht was man in der Natur überleben kann. Gut. Torgosch, wir beide gehen vor. Ömer, halte ich vielleicht so 100 Schritt vor uns und ein bisschen geduckt, damit du uns Bescheid sagen kannst, falls vor uns etwas lauert. Dann könnt ihr dem Weg in die Hügel folgen.
geht ein paar Schritte, könnt dann jeder Einzelne dann auch die matschigen Spuren entdecken, die dann tief in den Matsch eingesunken sind. Es ist wohl jemand mit viel Geschwindigkeit hingerannt. Über einige Terrassen und Schründe, die ihr dann geht, ein paar Klüfte übersteigen, überklettern, bis ihr dann auf einem der Hügel steht, wo der Baum abgebrochen ist. Fast auch verbrannt. Zumindest an der Stelle, die nach unten abgebrochen ist. Vor euch könnt ihr erkennen den Rand eines Felsens. Etwa 50 Schritt weiter unten seht ihr einen ziemlich breiten Felsvorsprung. Darunter noch einen steilen Hang. Müsste man runterklettern und dann dort unten am Rande des Abgrunds im zerwühlten Schnee liegt ein toter Perldrache. Die Flügel sind gebrochen, der steife Leib von unzähligen Wunden gezeichnet. Am erschreckendsten ist die Person, die dort mit wehendem Mantel auf dem Hals des Drachen steht und mit einer schweren Axt immer und immer wieder auf den Schädel einschlägt. Gekleidet in eine Helsinderobe. Dracodan von Misaquell. Euer Gnaden! Euer Gnaden, was tut ihr denn da? Ja, brüllt nach unten, er blickt sich einmal nach oben, legt seine Hand in die Stirn, um dann sich gegen die Sonne abzuschirmen, dreht sich dann wieder um und fuhrwerkt wie ein Berserker in den Hals des Perldrachen. Bargosch, was tut er da? Endlich mal was Vernünftiges. Ich denke, er wird den Karfunkel entfernen und zerstören wollen. Es klang doch gestern noch so, als wäre er. Es klang doch gestern noch so, als wäre er wie besessen, ihm zu helfen. Ja, doch, der Drache ist tot. Wahrscheinlich werde er den Karfunkel retten, die Seele des Drachen. Ach, verdammt, ihr habt recht! Wie kann er den Drachen? Sein Blut? Es muss kochend heiß sein. Naja, es ist auch schon die ganze Nacht her. Wahrscheinlich ist der Drache über der Nacht gestorben und dann in der Nacht ausgekühlt. Das wäre eine Erklärung. Ist das denn einer von diesen untoten Drachen da? Von diesem, wie hieß der nochmal? Und das sieht aus wie... Sieht nach einem gewöhnlichen Perldrachen aus. Die fliegen hier öfter. Er sieht aus wie das Tier, das wir damals... Wie das Tier, das wir damals in den Trollsacken gelegt haben. Vielleicht ist das einer von Apeps Leuten. Oder Drachen. Nun, dann ist er hoffentlich dankbar, wenn wir ihm zumindest den Stein zurückbringen können. Wie kommen wir dort runter? Klettern. Denke ich auch. Klettern. Das sieht relativ steil aus, nicht? Ich weiß nicht, was... Hat denn noch jemand ein Seil dabei? An unseren Pferden müsste noch Seil da sein, oder? Ich dachte, euer Stab sei ein Seil. Das auch, aber ihr habt keine Stäbe. Also ich habe keinen Seil mitgenommen. Ich schaue mir nach oben nach einer Stelle, wo ein seichterer Abhang ist. Ja, also man müsste da über mehrere kleine Felsabgänge, ein paar Granitbrocken klettern. Das wäre möglich, auch ohne Seil. Da geht's schon steil runter, aber so, dass man auch immer noch gehen oder rutschen kann. Jetzt natürlich mit dem Regen ist es schon schwer. Da will ich 3 Kletternproben plus 3 haben. Gibt es da irgendwie Steine, wo man ein Seil rumschlingen könnte? Oder Bäume? Oder Baumstümpfe? Also kannst auch sehen, wohl in der Spur, in der Flugspur des Drachen, da sind auch viele weitere Stöcker und Bäume abgebrochen. Einige auch verbrannt. Und der ein oder andere würde sich wohl eignen für dein Seil. Dann würde ich immer, ich weiß nicht, die Absätze immer 2 Meter... Absätze unterteilen, sodass man jeweils das Seil rumschlage um einen Baumstumpf oder einen größeren Felsen und mich dann als entweder als letzte oder als erste abseile, dass ich immer eine Hand an diesem Stabsseil hätte, damit diese Funktion erhalten bleibt. Gut, dann fangen wir erstmal bei dir oben an. Mit dem Seil, wenn du das. Ja gut, du musst ja eben deine Hand immer am Seil haben, sonst verwandelt es sich wieder zurück. Kannst du dann eben das Ganze verwandeln und jedem anderen darreichen als Kletterhilfe, sodass ihr jeweils eine Kletternprobe plus 2 braucht. Und wir fangen oben bei Abelmir an. Die erste Kletternprobe, dann kann Niolaus, Isarun, Ömer, Torgosch, Jalan. Na gut. Seid vorsichtig. Ich kletter halt runter. Die nächste. Oh Gott. Niolaus. Oh, Entschuldigung. Gut, dann ist Torgosch der Nächste.
könnt euch jeweils 1W6 minus 1 aufschreiben. Ne? Dann ist nicht unbedingt so, dass ihr runterstürzt, aber einfach mal wegrutscht und euch das Knie aufschlagt. Könnt dann, wie gesagt, weiter runterkommen, zumindest zu der ersten von drei Ebenen, wo ihr dann stehen bleibt. Langsam, aber nicht so schnell. Wer es nicht schafft, 1W6 minus 1 für die erste Etappe. Passt auf, wo ihr hintretet. Oh, Lacker. Glücklich auf die Rüstung gefallen. Dann fällt er auf die 5. Abel, mir fällt ins Gesicht. Pass auf, Abel, mir! Der Stein! Verdammt. Geht's noch? Er hätte vielleicht noch nicht als erstes gehen sollen. Dieses Geröll scheint mir etwas rutschig zu sein. Ich sehe es. Seid ihr wohl auf? Könnt ihr weiter? Ja, es wird schon gehen. Aua. Gut, die nächste Kletterprobe. Ja, während ihr runterklettert, könnt ihr auch sehen, dass er jetzt, Drakodan hat wohl den Kopf des Perldrachen mittlerweile komplett abgeschlagen und wühlt jetzt mit seiner bloßen Hand im Schädel des Drachen herum und greift da wohl nach irgendwas Blutigem, versucht da was rauszuholen und zieht im Inneren mit großer Anstrengung. Hat natürlich dann blutbesudelte Finger. Könnt seinen Stöhnen weiter von unten hören, während ihr runterklettert, aber müsst euch dann eben darauf konzentrieren, dass ihr in den rutschigen Stein nicht nach unten fallt. Kann ich versuchen, Isarun aufzufangen? Oh, Patzer! Hast du einen Schicksalspunkt? Möchtest du den ausgeben? Ja. Ich meinte nicht. Puh. Ja, warum nicht? Mach ich mal. Gut, dann nochmal. Du kannst die ganze Probe machen. Ich glaube, das macht Sinn, sonst behältst du eine 20. Das stimmt, einen Moment. Also entweder die ganze Probe oder nur einen, aber zwei sind nicht möglich. Ja, wenn es möglich ist, die ganze, dann mache ich die doch. Dann mach. Gibt halt keine SE. Gibt halt keine SE. Gut, dann ist es nur misslungen und auch wieder 1W6 minus 1. Könnt ihr euch überlegen, wie kaputt ihr dann unten ankommt. Du Lacker! Nochmal guck mich auf die Rüstung. Torgosch schlittert auf seinen Knien. Er hat es gar nicht nötig, irgendwie dann runterzuklettern. Er steigt einfach irgendwann, rutscht da weg und schlittert dann auf seinem Hintern die ganze Bahn runter. Eine weitere Kletternprobe, die letzte. Ist das das, was man euch in Xorlosch beibringt? Wie man Hänge runterrutscht? Ja, man muss doch schnell die Berge runterkommen! Mut zur Lücke. Ihr kennt das Spiel, einen weiteren 1W6 minus 1 und dann kommt ihr unten zwischen den hohen Gipfeln an.